Und müssen nämlich da hinten hin. Und ich werde versuchen, da hochzukommen. Aber erstmal mache ich hier Stopp und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis denne. Und eine wieder weitere Folge von Metal Gear Solid hier mit mir, mit Steve Fox. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich gucke mich jetzt gerade mal noch ein bisschen um. Wir sehen da vorne einen Gegner. Da ist er und der pennt ein bisschen. Und da vorne ist einer. Aber die ignorieren wir erstmal und gehen erstmal hier hoch. Mal gucken, was wir hier hinten finden. So, einer so kommen. Sauber, das ist immer gut. So, hier vorne sehen wir dann auch noch ein bisschen mehr. Da haben wir noch, können wir noch was aufsammeln. M4, M9. Gehen hier wieder zurück. Ich hoffe, der Gegner ist auch noch nicht zurückgekommen. So, und dann können wir hier sehen, hier haben wir nämlich die SOCOM und eine Waffe, mit der wir betäuben können. Damit werden wir aber jetzt erstmal nichts machen. Ich könnte eigentlich den da oben ausschalten, aber mache ich erstmal nicht. So, erstmal gucken, wo der ist. Ach, egal. Ich gehe erstmal leise vor, sonst hört er mich da vorne. Da vorne ist nämlich auch gleich eine Kamera. Und wie habe ich habe ja gesagt, wir gehen nach oben. So. Na, wo ist er denn? Na, hat's geklappt? Der müsste eigentlich gleich einschlafen. Versuch's nochmal. Ja, es hat geklappt. Ich weiß gar nicht, ob die Kamera das sieht. Ich hoffe erstmal nicht. Wenn wir mich erstmal hier hochschleichen. Wir sehen, oben ist auch schon wieder der Gegner. Müssen wir aufpassen. Na, aber läuft aber gleich wieder zurück. Da haben wir ihn. So, dann kann man nämlich auch ganz langsam hier vorgehen. Wir sehen ihn. Ach Mann. Ah, Mann, die Steuerung ist hier ein bisschen träge. Ich werde ihn erstmal ausschalten. So, dann können wir nämlich ganz in Ruhe auch hier nach hinten gehen. Ich glaube, da vorne war auch noch was wir aufsammeln können. Nee, aber ja klar. Dafür können wir die aufnehmen und die lassen ab und zu mal was fallen, wie aus dem zweiten Teil kennen wir ja. So, SOCOM-Munition haben wir bekommen. Naja, ist auch egal. Jetzt gehen wir einfach mal vor. Ich gehe in die Hocke und krieche rein. Dann hätten wir nämlich den ersten Abschnitt geschafft und sind im Hangar. Und kriechen uns nach vorne. Ich hoffe, da werde ich jetzt nicht so oft verrecken. Das ist mir auch schon sehr oft passiert. Aha. Snake, this is McDonald Miller. It's been a long time. Master, what are you doing here? I quit being a boot camp instructor, so I moved out here for some peace and quiet. I'm in retirement, just like you. Once in a while, I still help train the Alaskan scouts. Passing on the skills to a new generation, huh? Campbell told me about the situation here. I thought I might be of some use. There's no one I'd rather have in a foxhole than you. Well, I know lots about survival in a harsh environment. I've lived in Alaska longer than you. So call me if you have any questions about the flora or fauna out here. My frequency is 141.80. Ja, Master Miller, sein Mentor, kann man ja sagen. Und was haben wir denn hier? Die Lagerhalle. Im Buch ist es auch ziemlich gut erklärt worden mit Master Miller und überhaupt ist der erste Buch von Metal Gear Solid. Finde ich ziemlich gut gemacht worden. Und wieder eine Zwischenszene. I moved the DARPA chief to the cell in the first floor basement. What about the vent shaft cleaning? Oh, they just opened the vent covers. They're about to start spraying for rats. First floor basement ventilation shaft. Shut those covers as soon as they're done spraying. Also, keep your eye on that woman in the cell. Don't get careless now. Woman in the cell?
Das hört sich ja gut an. Durch die beiden Drahtstanden haben wir natürlich auch erfahren, wo der DARPA Chief ist. Im ersten Untergeschoss, ne? Wenn wir da mal hingehen, falls ich das jetzt nicht wirklich verhört habe. Na, dann kommen wir noch. Wir müssen nämlich erstmal hier vorne aus dem Lüftungsschacht raus. Eine Kamera umgehen, dann in den ersten Raum kann man ein bisschen was aufsammeln, die Kamera dann umgehen und dann erstmal nach unten und dann in den... Oh Mann, ich hoffe, ich schaffe das. So, und hiermit verlassen wir auch den Lüftungsschacht. Wir sammeln nämlich links noch schnell was auf. An diesen Calling brauchen wir nicht rangehen. Denn da wird uns eigentlich nur gesagt, dass da die Kamera ist und die sehen wir gerade, die wir gerade umgehen. Schnell mal hier rüber gesprungen. Und hier ist ja auch die andere Kamera, die wir umgehen werden. Da werden wir nämlich da hinten rechts nämlich noch was holen. So. Nur mal schön hinhocken, damit sie uns nicht sieht. So, jetzt können wir sie wieder umgehen. Und wir werden durch. Hier unten sind noch ein paar Gegner. Den einen werde ich ausschalten. So. Könnte eigentlich beide ausschalten. Gut, der wäre ausgeschaltet. Ah, und der auch. Gut. Dann können wir nämlich auch ganz in Ruhe ein bisschen was machen. Da kommen wir auch noch nicht ran. Na hier, unter dem Panzer gab es nichts. Ah, ich vergesse es jedes Mal. Ich dachte eigentlich mal, hier wäre mal was. Na egal. So, solange wir auf den warten, können wir nämlich die auch ein bisschen ausrauben, ausschütteln. So, mal gucken, ob man noch was hat. Ne, der hat nichts. Vielleicht der andere noch was? Ne, der hat nichts. Verdammt. Was mache ich dann? Na gut. Na, dann können wir nämlich auch schon hier rein und in die Etage.